Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, wussten Sie, dass es eine Währung gibt, die keinen Schwankungen unterliegt? Eine Währung, die unendlich verfügbar ist und bei der einem keine Crypto-Bros auf die Eier gehen? Genau, die gibt es. Und diese Währung heißt Lächeln. Diese Währung heißt Lächeln. Und heute reden wir hier im ZDF Magazin Royal über die Menschen, die das hier überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir reden über die weißen Männer in den Hinterzimmern, die die Fäden ziehen. Zahnärzte und natürlich Zahnärztinnen. Hashtag der Woche, ZDF Magazin Dental. Ich weiß, zum Zahnarzt gehen, das löst bei vielen Mixed Feelings aus. Zahnarzttermine sind aber im Grunde genommen so eine Art freundliches BDSM für obenrum. Diese ganzen geilen Fetisch-Toys, ne? Dieser kleine Miele-Vorwerk-Hühler für den Mund. Mit diesem sexy Sound der verstopften Milchdüse einer seit 6 Wochen nicht gereinigten Kaffeemaschine oder diese spitzen Hakendinger, um das Zahnfleisch umzuklappen und die Zähne auszuhebeln und diese kleinen kalten Minispiegel, die einmal die Rückseiten der Backenzähne geschlagen werden. Das ist ASMR, liebe Gen Z. Das ist ASMR. Gänsehaut bis in die Zahnwurzeln. Und je älter man wird, desto geiler werden die Geräusche beim Zahnarzt. Es ist unglaublich. Alles nur für ein schönes und gesundes Lächeln. Für 90% der Befragten ist es sehr wichtig, ein schönes und gesundes Lächeln zu haben. Und die 90% der Befragten dieser total seriösen Studie waren übrigens Jürgen Klopp, Guido Kanz und Christian Lindner. Deutschland wird nicht ohne Grund das Land des Lächelns genannt. 85 Millionen strahlend weiße Honigkuchenpferde. Fun Fact: Wusstest du, dass du beim Lächeln niemals deine Zunge spüren kannst? Erwischt. Das Lächeln steht dir übrigens echt gut. Hey, ja, danke für das Kompliment. Übrigens, Fun Fact, dein Wohnzimmer brennt. Nichts steht einem Menschen so gut wie ein Lächeln. Deswegen würde ich am liebsten jeden Tag zur Zahnärztin gehen. Seriös und trotzdem Spaß bei der Arbeit, weil Zahnärztinnen einfach die cooleren Ärztinnen sind. Sie haben einen easy Job und sie müssen ganz ehrlich schon ziemlich weit daneben bohren, bis mal jemand stirbt. Zahnärztinnen machen einfach ihr eigenes Ding. Zahnärzte haben als Berufsgruppe einen eigenen Abrechnungskatalog und sind sogar in eigenen Verbänden organisiert, unabhängig von der Humanmedizin. Dieser Sonderstatus hat auch Konsequenzen für die Patienten. Es kann beim Zahnarzt oft höhere Zuzahlungen geben als beispielsweise beim Hausarzt. Ja, Humanmedizin, buh! Zahnmedizin ist richtig hot. Und deswegen greifen wir gerne auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche für den Griff in die Zahnfleischtasche. Fast die Hälfte der Einnahmen von deutschen Zahnarztpraxen kommen aus privaten Abrechnungen. Private Zuzahlkohle für die Zahnärztinnen. Bei den langweiligen Normaloärztinnen von der Humanmedizin, buh, sind nur 1/4 der Einnahmen aus privaten Abrechnungen. Eine richtige Cash-Cow für deutsche Zahnarztpraxen ist die professionelle Zahnreinigung, die PZR, eine Privatleistung. Und was für eine, jetzt anschnallen bitte. Hallo liebe Freunde, in diesem Video möchte ich über eine professionelle Zahnreinigung reden. In allererster Linie wird der Zahnstein entfernt, das machen wir mit ganz speziellen Instrumenten. Hier kann man sehen, dass der so ein bisschen wegspringt, der Zahnstein. Im Oberkiefer haben wir auch schon weiche Belege, die müssten eigentlich vom Patienten selbst entfernt werden zu Hause. Das geht einfach mit der Zahnbürste. Am Ende wird alles poliert und jetzt kann das Zahnfleisch abheilen. Na, liebe Freunde, Frühjahrsputz fängt eben im Mund an. Sieht man vielleicht auch an meinem Lächeln. Also ich mache jeden Tag eine professionelle Zahnreinigung, die PZR, und ich finde, das sieht man. Dann ist ganz häufig die Frage, reicht es nicht aus, zur Zahnsteinentfernung einmal im Jahr zu kommen? Und da ist die klare Antwort, nein, das reicht nicht aus. Da werden nämlich wirklich nur die harten Belege von euren Zähnen entfernt. Ja, klingt gut. Auch die Bundeszahnärztekammer sagt, die professionelle Zahnreinigung, die PZR, gehört zur Vorsorge dazu. Bundeszahnärztekammer, das sind Bundeszahnärzte. Und wenn die sich in einer echten Kammer gemeinsam was ausdenken, dann wird das ja wohl stimmen. Derzeit lässt sich nicht eindeutig beurteilen, ob eine professionelle Zahnreinigung besser vor Karies, Zahnfleischentzündungen oder Parodontitis schützt, als die von den Kassen bezahlte Zahnsteinentfernung. Aber meine Zahnärztin,
die würde mir doch nicht über 100 Euro extra für eine PZR abknöpfen, wenn die gar nicht mehr bringt als irgendwie so eine lame Zahnsteinentfernung, die die Krankenkasse sowieso bezahlt. Ob die PZR etwas bringt, ist nicht eindeutig belegt. Die Studienlage dünn, die Beläge schnell wieder da. Entfernung der Belege hält ungefähr 2 bis 3 Tage an. Danach habe ich wieder Belege auf der Zahnoberfläche. Und wenn ich nichts ändere an meinen Gewohnheiten, dann werden auch an den Stellen, wo vorher Belege waren, wieder Belege sein. Ganz wichtig auf jeden Fall, Belege immer sammeln, falls man das Finanzamt kontrolliert. Und 10 Jahre aufbewahren aus steuerlichen Gründen. Ich lasse mir ganz ehrlich die professionelle Zahnreinigung, die PZR, nicht von irgendwelchen Faktenfaschisten oder Studienaposteln kaputtreden. Mir bringt es was und meiner Zahnärztin auch. Geld! Und es ist auch wichtig, dass am Ende alle lächeln. Ein schönes Lächeln ist so wichtig. Aber dafür braucht man natürlich nicht nur weiße Zähne, sondern auch gerade Zähne. Und da kommt die Kieferorthopädie ins Spiel. Das schönste Kind der Zahnmedizin. KieferorthopädInnen machen das weiße Lächeln erst so richtig schön. Mit Zahnspangen oder mit unsichtbaren Zahnkorrekturschienen. Haben Sie schon mal eine unsichtbare Zahnkorrekturschiene gesehen? Hier. So sieht die aus. Krass. Zahnspangen sind super wichtig für die Gesundheit, sagen die, die mit Zahnspangen Geld verdienen wollen. Keine Unter- oder Überversorgung. Neue Studie zu Zahn- und Kieferfehlstellungen bei Kindern. Etwa 40% der 8- und 9-jährigen Kinder in Deutschland weisen einen kieferorthopädischen Behandlungsbedarf auf, der nach den Richtlinien der vertragszahnärztlichen Versorgung therapiert werden sollte. Mein Gott, 40% der 8- und 9-jährigen brauchen einen Kieferorthopäden. Brauchen! Ich hab mit 8 oder 9 nur 1 gebraucht. He-Man, du bist der Größte im Universum! Der böse Zauber ist vorbei. He-Man, die fantastische Kraft. So hat man in den 90ern gegendert. Noch vorne, liebe Kinder, Pronomen. Pronomen he/man. So einfach kann's gehen. Und keiner hat sich aufgeregt. Mit der fantastischen Kraft der kieferorthopädischen Empirie hat das Institut der Deutschen Zahnärzte 2022 das hier rausgehauen. 6. Deutsche Mundgesundheitsstudie DMS6. Die 6. Deutsche Mundgesundheitsstudie. Mundgesundheitsstudie. Klingt erstmal wie eine Ü40-Party im KitKat, ist aber viel weniger Spucke mit im Spiel. In dieser Mundgesundheitsstudie reagiert die deutsche Kieferorthopädie auf ihre Hater. Das Bundesgesundheitsministerium hatte nämlich ein paar Jahre vorher mal ein paar fiese Gutachter beauftragt, die mal überprüfen sollten, was genau haben Zahnspangen eigentlich wirklich mit Gesundheit zu tun. Das Ergebnis? Spangen, so die Verfasser des Gutachtens, könnten Zahnfehlstellungen zwar wirksam begradigen. Ob sie allerdings auch die Mundgesundheit langfristig verbessern, sei unklar. Der Grund? Es gäbe bislang weltweit keine wissenschaftlichen Studien, die diese Annahme bestätigen. Sehr zum Ärger der Kieferorthopädie sagt das Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums, Zahnspangen sind für viele nichts anderes als Fake Freckles. Sieht zwar geil aus, aber ob das medizinisch notwendig ist, man weiß es nicht. Noch nicht. Es wird noch geforscht. Toi, toi, toi. Das Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums war natürlich ein Schlag in die polierte Fresse der Zahnmedizin. Auf einmal haben KieferorthopädInnen und ZahnärztInnen gespürt, wie sich Karies und Baktus zweimal im Jahr fühlen. Oje, Mine, wenn's doch bloß keinen Zahnarzt gäbe. Und jetzt spritzt der Kerl auch noch Wasser in unsere Häuser. Oh. Und meinen schönen Palast im Eckzahn von Max hat er auch wieder zugestopft. Ich könnte heulen vor Wut. Am liebsten würde ich ihn umbringen. Hallo? Ja? Hallo, ist da die Staatsanwaltschaft Ferdinand Aller? Ich bin's nochmal, Jan Böhmermann. Ich habe noch einen Tipp für Sie. Ich glaube, dass sich die RAF-Rentner Ernst Volker Staub und Burkhard Garwig unter den Namen Karies und Baktus in Berlin-Friedrichshain in einem baufälligen Backenzahn versteckt haben. Und so wie das riecht, haben sie auch die Hunde mit dabei. Könnten Sie bitte schnell das LKA Niedersachsen für eine Mundrazzia vorbeischicken? Danke. Komisch aufgelegt. Schon wieder. In seiner Mundgesundheitsstudie hat das Institut der Deutschen Zahnärzte glasklar festgestellt, 40% aller teilnehmenden Kinder brauchen eine Behandlung vom Kieferorthopäden, weil sie, Moment, zu KIG 3 oder höher gehören. Oh Gott, bitte nicht. Mein Kind ist KIG 3. Was sollen denn die Nachbarn denken? Und vor allen Dingen, was heißt das eigentlich, KIG?
Kieferorthopädische Indikationsgruppe. Ach so, klingt hochmedizinisch, ist aber einfach nur ein besonders originelles Bodyshaming. Weil je höher der KIG-Grad, desto schiefer die Zähne. Das ist eigentlich alles. Und ab KIG-Grad 3 ist wissenschaftlich klar erwiesen. Die Zähne sind so schief, entweder das Kind bekommt eine Zahnspange oder es muss leider sterben. Die kieferorthopädischen Indikationsgruppen sind nur dazu gemacht worden, quasi zu unterscheiden, ob eine Zahnfehlstellung und deren Behandlung von der Krankenkasse bezahlt wird oder nicht. Sie gibt also aus sich heraus keine Auskunft darüber, wie sich das verhält zur Mundgesundheit. Die Mundgesundheitsstudie belegt also nicht, dass Zahnspangen für die Mundgesundheit wichtig sind, sondern einfach nur, wie schief die Zähne von 8- und 9-Jährigen sind. Huch! Kann es sein, dass ZahnärztInnen uns was verkaufen wollen? Ja, das kann sein. Das liegt aber nur daran, dass ZahnärztInnen gegen ihren Willen gebrainwashed werden. Bei Fortbildungen von solchen geilen Coaches zum Beispiel. Und es ist eine ganz wichtige Aufgabe zu verstehen, dass sie natürlich medizinisch sauber arbeiten. Und darüber hinaus gibt es Bedürfnisse des Patienten, die er auch woanders befriedigt. Ja? Wellness, gutes Aussehen, sich gut fühlen, an die wir manchmal gar nicht so denken. Weil wir in unserem Denken sehr, sehr, nicht Sie, aber viele andere Praxen im Bereich der medizinischen Indikation hängen bleiben. Ja, das wäre ja wirklich schrecklich, wenn Zahnarztpraxen, nicht Sie, nicht Sie. Das wäre schrecklich, wenn Zahnarztpraxen bloß im Bereich der medizinischen Indikation hängen bleiben würden. Was meint der menschgewordene Oral-B-Aufsatz mit diesem Satz? Praxen, die im Bereich der medizinischen Indikationen hängen bleiben. Hey, liebe Zahnärztinnen, meint er damit, nicht immer nur medizinische Indikationen, sondern vielleicht auch ein bisschen Cash machen, sagt der Zahnarztfortbilder mit dem Bürstenschnitt. Deutsche Zahnärztinnen übernehmen natürlich nicht irgendwelche unseriösen Tipps von skurrilen Internetfuzzis. Nein, sie bilden sich seriös fort und regelmäßig. Das müssen sie. Jede Zahnärztin und jeder Zahnarzt ist verpflichtet, sich fortzubilden. Die Fortbildung dient der Festigung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz nach dem Stand der Wissenschaft. Fachliche Kompetenz nach dem Stand der Wissenschaft. Fast wie bei echten Ärzten. Und wenn Sie jetzt sagen, ey, wir Zahnärzte sind echte Ärzte, dann denken Sie mal kurz darüber nach, ob Sie sich wirklich melden würden, wenn im Flugzeug gefragt wird, ob ein Arzt anwesend ist. Wer als Zahnärztin oder Zahnarzt arbeitet und Leistungen über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen will, der muss Fortbildungspunkte sammeln. Innerhalb von 5 Jahren 125 Stück Fortbildungspunkte, damit man auch extreme zahnmedizinische Beratungssituationen so souverän meistern kann. Meine Zähne waren gut von der Gradigkeit, aber ich hatte sehr viel Karies. Und durch die ganze Kokserei und den ganzen Dreck, den ich mir früher reingezogen habe, hat die Zähne nicht unbedingt. Also das Koksen an sich ist jetzt für die Zahnharzsubstanz gar nicht so schädlich. Da ist Zucker eigentlich schädlicher. Da, Zucker ist schlimmer als Koks. Merkt euch das, liebe Kinder. Jetzt könnt ihr euch vorne an dem Empfang noch ein kleines Spielzeug aussuchen. Wenn man als Zahnärztin oder Zahnarzt in 5 Jahren keine 125 Fortbildungspunkte nachweist, kann man im schlimmsten Fall seine Kassenzulassung verlieren. Also lieber an Fortbildungskursen teilnehmen, solchen hier. Patienten auch in herausfordernden Zeiten von zahnmedizinischen Leistungen überzeugen. Was man da wohl lernt. Ich weiß es nicht, verkaufen unter Teilnarkose? Keine Ahnung. Fürs Mitmachen bei diesem Verkaufsseminar bekommt man als Zahnärztin aber immerhin einen Fortbildungspunkt. Das Seminar war ein Angebot der Düsseldorfer Unternehmensgruppe, die ZA. Die übernehmen normalerweise die ganzen langweiligen Abrechnungen für Zahnarztpraxen, aber bieten auch verschiedene Seminare und Coachings an für Zahnärztinnen. Hier, von derselben Referentin eine nice PowerPoint-Präsentation aus dem Fortbildungsangebot 2019. Das Einmaleins des Überzeugens. Wie schaffen Sie es, Patienten zu überzeugen und Mitarbeiter für Ihre Ziele zu begeistern? Indem ich meine Energy skaliere! Nicht immer nur A sagen, auch mal B sagen, anders sein, ein Löwe sein. Hier wird nicht mehr kontrolliert, hier wird skaliert. Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Komm in die Gruppe, mach den Zahnarzttermin zum Power Day. Das Grindset.
Das Grindset macht nämlich auch vor der Mundhöhle nicht halt. Jede zahnärztliche Nachkontrolle, ein kleines OMR-Festival in meinem Mund. Hören Sie jetzt genau zu, denn bei dieser Fortbildung gibt es Punkte. Wer als Zahnärztin erfolgreich verkaufen will, muss checken, in welches anthroposophische Temperament die jeweiligen Patientinnen und Patienten passen. Wie in der Waldorfschule. Dem umgänglichen Sanguiniker muss man die professionelle Zahnreinigung natürlich ganz anders aufschwatzen als der vorsichtigen Melancholikerin oder dem freundlichen Phlegmatiker und der Choleriker. Na klar, der mag es einfach, wenn es aufs Maul gibt. Das Einmaleins des Überzeugens. So kann eine offizielle Fortbildung für deutsche ZahnärztInnen aussehen. Das dient alles der Aufklärung der Patienten, sagt uns die ZA, die diese Fortbildung konzipiert hat, als wir mal lieb nachgefragt haben. Diese Fortbildungsfolien wurden gezeigt im Rahmen des 14. Praxis-Ökonomie-Kongresses im Juni 2019 auf der Zahnmedizinischen Wissenschaftsinsel Sylt. Oh nein! Die haben ZahnärztInnen! Fortbildungen und Büffeln ausgerechnet auf Sylt. Sylt ist jetzt allerdings ein bisschen auch rausfallen davon. Also klar, jetzt sind hier verschiedene Termine auf der Insel, aber irgendwie atmet man ja hier freier. Also insofern, ja, es gibt die Termine, aber ich habe Zeit. Ja. Die armen Zahnärztinnen Fortbildung machen, wo andere golfen müssen. Und für den Sylt-Kongress gab es am Ende 12 Fortbildungspunkte. Es gibt sehr viele Fortbildungsveranstaltungen für deutsche Zahnärztinnen. Kann man alles selber nachgucken auf den Webseiten der 17 Landeszahnärztekammern. Endlich mal vertrauenswürdige Institutionen. Bei der Zahnärztekammer Hamburg gibt es zum Beispiel diese Fortbildung im September. Preiserhöhungen umsetzen, ohne Patienten zu verlieren. Verkaufen ohne schlechtes Gewissen. Verkaufen ohne schlechtes Gewissen. Wie Philipp Plein. Die deutschen Zahnärztekammern haben so viele Fortbildungen mit super spannenden Inhalten im Angebot. Wie überzeuge ich Patienten mit guter Kommunikation zu Zusatz- und Privatleistungen? Richtiger Umgang mit Patienteneinwänden. Zu teuer. Zielführende Patientengespräche. Therapieoptionen finanziell erfolgreich vermitteln. Nachdem wir bei der Bayerischen Landeszahnärztekammer mal nachgefragt haben, ist der erste Satz auf einmal von der Website verschwunden. Und das zu teuer, komischerweise auch. Wir sind der Zahnärztekammer Hamburg mal in die DMs geslidet. Und die meint dagegen, nee, unsere Fortbildungen verstoßen gegen keine Regeln. Und Zahnarztpraxen brauchen Geld und stehen eben unter wirtschaftlichem Druck. Aber unter Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten. Wie diese tolle Fortbildung im Kalender der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. Facemapping, schärfer beobachten, weiterdenken, erfolgreicher handeln, Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften im Gesicht erkennen. Spannend, spannend. Charakter- und Persönlichkeitseigenschaften im Gesicht erkennen. Klingt irgendwie wie eine Sache, die wir in Deutschland schon mal ein paar Jahre mit mäßigem Erfolg ausprobiert haben, aber ey. Ich bin Laie und ich stelle es mir ehrlich gesagt ziemlich schwer vor, im Gesicht Charaktereigenschaften zu erkennen, wenn das Gegenüber die ganze Zeit macht. Aber hey, es scheint wirklich zu funktionieren. Facemapping. Schauen Sie mal, hier zeigt uns der Zahnarztcoach und seriöse Facemapping-Wissenschaftler, wie man sich die wissenschaftliche Disziplin Facemapping vorzustellen hat. Ich kann es am Ohr erkennen. Der innere Teil des Ohrs steht bei mir etwas vor, bei dir sogar noch stärker. Das ist die sogenannte innere Helix. Die sagt mir, starkes seelisches Bedürfnis, über Emotionen zu sprechen. Guck mal, meine Oberlippe, die ist sowas von schmal, die siehst du kaum. Das heißt, wenn mich einer darauf anspricht, sag mal, wie fühlst du dich denn dabei? Und sag doch mal deine Gefühle. Dann habe ich die zwar im Kopf, ich kann die denken. Aber meine Oberlippe verbietet mir, das zu tun. Moment mal, meine Oberlippe ist auch extrem schmal. Schmeiß ich deswegen so gerne Altglas nach 20 Uhr ein? Egal. 7 Fortbildungspunkte. Wir haben die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg natürlich mal gefragt, was sie von Facemapping-Fortbildungen so hält. Die Antwort: Wir führen Stichproben durch und löschen auch mal was, wenn es gegen die Richtlinien verstößt. Facemapping verstößt aber nicht gegen die Richtlinien. Okay. Mir war das neu, aber ich finde das gut. Man muss absolut keine Ahnung haben von Zahnmedizin, von Medizin oder von überhaupt irgendwas mit Wissenschaft oder Fakten, um in Deutschland Fortbildungskurse für ZahnärztInnen anzubieten. Woher weiß ich das so genau? Warum bin ich da so selbstbewusst? Weil wir vom ZDF Magazin Royal, wir haben auch weder Ahnung von Zahnmedizin, noch von Medizin, noch von sonst irgendwas. Und wir bieten trotzdem seit ein paar Wochen ein paar echte Fortbildungen
für deutsche Zahnärztinnen an. Ganz offiziell angemeldet bei deutschen Zahnärztekammern als echte Fortbildungskurse mit echten Punkten für echte Zahnärztinnen. Bei der Zahnärztekammer Hamburg haben wir zum Beispiel hier diesen Kurs angemeldet. Interaktive und kreative Praxis. Gemeinsames Brainstormen mit PatientInnen zu möglichen Behandlungen. Das Konzept ist folgendes: Der Patient kommt rein und man berät als Arzt einfach mal mit dem Patienten, was er gerne mal in seinem Mund machen lassen würde. Zahnmedizinische Behandlungen müssen ja keine Einbahnstraße sein. Man kann das ja auch gemeinsam entwickeln. 4 Fortbildungspunkte wollten wir dafür vergeben. Die Antwort aus Hamburg: Die von Ihnen angegebenen Fortbildungspunkte sind von uns hiermit bestätigt. In Sachsen-Anhalt haben wir diese Fortbildung hier für 4 Punkte angemeldet. Zahnfleischhypnose. Grundlagen der Entspannungsfähigkeit im Mundraum. Dazu schreibt die Zahnärztekammer Sachsen-Anhalt uns: Nach Ihrer Rückmeldung nun kann ich Ihnen unsere Kenntnisnahme Ihrer Fortbildungsveranstaltung bestätigen. Dies gilt auch für die entsprechende Fortbildungspunktevergabe. Okay, alles klar, vielen Dank. Noch seriöser wird es bei der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. Da kann man einfach offizielle Fortbildungen für Zahnärztinnen in dem Online-Kalender selber eintragen. Und weil das so nutzerinnenfreundlich gestaltet ist, haben wir das direkt natürlich ein paar Mal ausprobiert. Paronoditis. Wie man mit Heilsteinen gekonnt Nein zu Zahnfleischentzündungen sagt. 4 Fortbildungspunkte. Was haben wir noch? Asbestimplantate. Die überraschenden Eigenschaften von Asbest-Sandmixturen. Online. Ja, Asbest hochgiftig, aber in Zeiten steigender Energiepreise ist eine effektive Wärmedämmung auch im eigenen Mund sehr wichtig. 6 Fortbildungspunkte. Oder schauen Sie gerne mal in dieses Seminar. Wenn der Doktor will, wirst du wieder geweckt. Wie man anästhesiologische Humorfettnäpfchen in der Patientenberatung vermeiden kann. 4 Punkte. Und wenn Sie immer noch nicht glauben, dass die Landeszahnärztekammer wirklich absolut jeden Wahnsinn durchwinkt, bitteschön. Online-Seminar. Richtiges Abrechnen von Cash Money pur. 6 Punkte bekommen Sie dafür gutgeschrieben. Alle diese Seminare und vielleicht auch noch ein paar mehr, wir haben ehrlich gesagt selber den Überblick verloren, finden sich derzeit im Fortbildungskalender der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg. Und vielleicht bieten wir auch noch sonst wo in ein paar anderen Bundesländern seriöse Seminare für Zahnärztinnen an und dürfen echte Fortbildungspunkte vergeben. Leider haben wir wirklich den absoluten Überblick verloren. Wir wissen es einfach nicht mehr. Also liebe Zahnärztinnen, wenn Sie demnächst im Seminar Forever Young Milchzahnveneers als Produkt der Zukunft sitzen, aber der Dozent zur Startzeit des Seminars um 3 Uhr morgens nicht erscheint, dann liegt das wahrscheinlich an uns. Sorry schon mal. Ey, und wenn Sie jetzt als Zahnärztin oder Zahnarzt diese Sendung gesehen haben und richtig wütend sind, weil Sie alles richtig machen und das verfickte ZDF-Magazin Royal mit dem faschistischen Böhnemann sich mal wieder nur die wenigen faulen Stellen angeschaut hat, tja, dann wissen Sie mal, wie sich das immer anfühlt für uns als Patienten. Ist alles weiß, das meiste ist weiß, ein paar Sachen sind braun und ihr geht da aber voll rein. Das macht ihr auch immer, alle 6 Monate. Und wir haben von euch gelernt, liebe Zahnärztinnen und Zahnärzte, wenn man sich um die wenigen faulen Stellen nicht ordentlich kümmert und da was gegen macht, dann ist im halben Jahr alles noch viel, viel schlimmer. Sie waren sehr, sehr tapfer. Es hat gar nicht so weh getan, oder?